Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Pressekonferenz, die das Thema hat: Griechenland mahnt. Austeritätsprogramme sind kein Ausweg aus der Krise. Zu Gast haben wir Alexis Tsipras, den Vorsitzenden des linken griechischen Wahlbündnisses Syriza. Schönen guten Tag, welcome here. Wir haben den Fraktionsvorsitzenden der Linken, Gregor Gysi, und den Parteivorsitzenden der Linken, Klaus Ernst. Auch Ihnen beiden einen schönen guten Tag. Beginnen wird Herr Ernst. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, wir sind stolz und wir freuen uns sehr, dass wir Alexis Tsipras heute hier in unseren Reihen begrüßen können. Er ist Vorsitzender von Syriza. Syriza ist unsere Schwesterorganisation in Griechenland, und Alexis Tsipras ist Freund vieler Linker auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist für uns eine wichtige Gelegenheit, um Ihnen, der deutschen Öffentlichkeit, einen Einblick zu geben in die dramatische Lage in Griechenland. Und es ist natürlich auch für uns Gelegenheit, aufzuräumen mit den Märchen. In Griechenland hätten die Menschen über ihre Verhältnisse gelebt. In Griechenland haben eine Handvoll Millionäre über ihre Verhältnisse gelebt. Es ist auch Gelegenheit für uns, eine alternative Politik der Krisenbewältigung, für die Syriza und Alexis Tsipras steht, vorzustellen. Einige Elemente dieser Politik, die selbstverständlich auch unsere Position der Linken ist, hat inzwischen auch Hollande in Frankreich zu seiner Position gemacht. Es ist auch Gelegenheit für uns, ein klares Zeichen der Solidarität zu setzen, und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Alexis Tsipras hier ist. Und es ist auch ein Zeichen, dass linke Parteien Erfolg haben können, wenn sie geschlossen und solidarisch handeln. Griechenland ist Beispiel für die Wirkung der Politik, die Merkels und Sarkozys Handschrift trägt. Die Wirtschaft ist seit 2010 um 10% eingebrochen, und seit 2012 haben wir eine verstärkte Talfahrt nach unten. Wir haben dramatische soziale Verwerfungen. Es gibt in der Eurozone wieder hungern die Kinder und Rentner, Rentner, die nicht wissen, wovon sie Miete und Strom bezahlen sollen. Wir haben dramatische politische Verwerfungen, immer mehr Griechinnen und Griechen verlieren das Vertrauen in die Demokratie. Merkels Medizin ist in Wirklichkeit Gift. In Spanien, Portugal und Italien bricht die Wirtschaft seit den von europäischer Ebene verordneten Kürzungsprogrammen dramatisch ein. Unsere Haltung als Linke ist: Wenn man einen Schuldner in den Schuldturm sperrt und hungern lässt, dann hat er am nächsten Morgen nicht wundersamerweise mehr Geld in der Tasche, sondern im Gegenteil noch geringere Chancen, seine Schulden zurückzuzahlen, weil er geschwächt und abgemagert ist. Genau das passiert in Griechenland. Das aber ist exakt der Kern von Merkels Krisenpolitik. Für alle Krisenländer gilt: Mit der Strangulierung der Wirtschaft brechen die Steuereinnahmen stärker ein, als sie durch Kürzungen gespart würden. So geraten die Länder in einen immer tieferen und rasanteren Schuldenstrudel, auf den die deutsche Regierung immer nur eine Antwort weiß, nämlich noch brutaler kürzen. Dieser Weg, das sehen wir an Griechenland, führt in den Abgrund. Auf diesen Weg können auch die Schulden faktisch nie mehr zurückgezahlt werden. Dieser Irrsinn muss europaweit enden. Dafür steht Alexis Tsipras, dafür steht Syriza, dafür steht die Linke. Merkel droht jetzt dem griechischen Volk: Wenn ihr die Kürzungspolitik abwählt, dann stoppen wir die Kredite, sodass euch der Staatsbankrott und der Rauswurf aus dem Euro droht. Besonders gewarnt wird von Syriza, weil Syriza ein Ende dieses brutalen Kürzungskurses will. Solche Einmischungen von einer deutschen Regierung in die Innenpolitik eines europäischen Partners sind einmalig, und wir als Linke weisen sie eindeutig und klar zurück. Abgesehen davon sind wir froh, dass sich Alexis Tsipras von diesen Drohungen, wie wir wissen, nicht abschrecken ließ, sondern seine Position fortsetzte und die roten Linien bei den Verhandlungen in Griechenland um eine Regierungsbildung gehalten hat. Und die Positionen, für die wir gemeinsam kämpfen, sind ganz einfach: In Griechenland, in Spanien, in Portugal oder anderswo in Europa. Nein zu Lohnkürzungen, nein zu Rentenkürzungen, nein zu Kürzungen von Sozialleistungen, aber ja zur Austrocknung des Spekulationssumpfes durch Direktkredite der EZB an die Staaten. Ich erinnere daran, dass gestern 30% zu zahlen war auf Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit von Griechenland. 30%. Und die Europäische Zentralbank vergibt das Geld zu 1%
an die Banken, die dann die Kredite weitervergeben. Dem wollen wir einen Einhalt gebieten. Wir sagen Ja zu höheren Reichensteuern und Ja zu einer europaweiten Mindeststandards für Löhne, Renten und Steuern. Dieses Antikrisenprogramm ist das gemeinsame Antikrisenprogramm der europäischen Linksparteien. Für das steht Front de Gauche in Frankreich, für das steht Syriza, für das stehen wir, die holländische SP, die zurzeit ebenfalls stärkste Partei in den Umfragen ist. Für uns ist zurzeit Syriza ein Beispiel für eine andere Politik gegen die Kürzungen, die Merkel und Sarkozy verordnen. Wir wünschen Alexis und seinen Genossinnen und Genossen viel Glück und Erfolg bei dem Versuch, auf demokratischem Weg eine Mehrheit gegen die Kürzungsprogramme zu erreichen. Bei den nächsten Wahlen hat er gute Aussichten, stärkste Partei mit seiner Gruppe zu werden. Vielen Dank, Herr Ernst. Herr Gysi, bitte. Ja, meine Damen und Herren, da ich ja weiß, dass Sie eigentlich gekommen sind, und um Alexis Tsipras zu hören, werde ich mich mal in der Länge meiner Ausführungen sehr beherrschen. Aber so viel sei gesagt. Griechenland braucht ein Signal der Hoffnung und nicht die Keule von Spardiktat und Zwangsausstoß aus dem Euro. Ich erwarte vom EU-Sondergipfel die glasklare Botschaft, dass Griechenland im Euro bleiben kann und dass dem Land ab jetzt geholfen wird. Bisher flossen 73 Milliarden Euro angeblicher Griechenlandhilfe dorthin. 70 Milliarden landeten direkt bei den Banken. Nur 3 Milliarden schlugen sich im Haushalt Griechenlands wieder. Die massenhafte Verelendung ist nicht länger hinnehmbar. Europa ist für Millionen in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien zu einem Schreckensbegriff geworden. Der Irrweg, den die Bundesregierung maßgeblich zu verantworten hat, zerstört die europäische Idee und bedroht akut auch die europäische Demokratie. Wir müssen diese verhängnisvolle Entwicklung stoppen und umkehren. Die Naturwissenschaftlerin Merkel sollte sich endlich eingestehen, dass ihr Experiment, die Banken auf Kosten der Allgemeinheit zu retten und Europa aus der Krise herauszusparen, gescheitert ist. Der Fiskalpakt darf nicht Gesetzeskraft erlangen, weil er die bisherige falsche Politik in die Ewigkeit fortschreiben würde. Wachstumspolitik und Fiskalpakt gehen nicht zusammen. Ich fordere die SPD von dieser Stelle aus auf, mit einer Ablehnung des Fiskalpaktes den Weg für eine grundlegende Neuverhandlung zu eröffnen. Welche Veränderungen wir am dringendsten in der europäischen Politik brauchen, haben Syriza und die Linke im Bundestag in einem 6-Punkte-Programm zusammengefasst, das Ihnen vorliegt. Also werde ich Ihnen das jetzt nicht vortragen. Doch eines wird mit der wieder aufgeflammten Diskussion über Eurobonds im Vorfeld des EU-Sondergipfels immer deutlicher. Solange wir die Staaten nicht aus der Abhängigkeit der Finanzmärkte befreien, wird es keine Rettung aus der Euro-Krise geben. Das ist ausdrücklich kein Plädoyer für hemmungsloses Gelddrucken, sondern die schlichte Notwendigkeit, die Staaten und ihre Finanzen aus ihrer Rolle des Spekulationsobjektes der Finanzmärkte endlich herauszulösen. Die Kanzlerin verweigert darüber jedes Nachdenken und macht sich und den Rest Europas damit weiter zu Sklaven der Finanzmärkte. Das mag ihr politischer Wille sein, es hat aber mit ihrem Amtseid nichts zu tun. Ein erzwungener Ausstoß Griechenlands aus dem Euroraum und eine Fortführung der Austeritätspolitik in ganz Europa gefährden die wirtschaftliche und soziale Entwicklung auch in Deutschland. Die Bundeskanzlerin sägt an dem Ast, auf dem wir sitzen. Weder kann Griechenland unter diesen Bedingungen die Kredite jemals zurückzahlen, noch könnte Deutschland seine Produkte und Dienstleistungen im gleichen Maße wie bisher in der Eurozone verkaufen. Zu einer gleichen Sicht ist heute oder zu einer ähnlichen Sicht die OECD gekommen. Es ist in unserem ureigenen Interesse, eine grundlegende Wende in der europäischen Politik zu vollziehen. Die Linke hat dazu in Deutschland, Griechenland und Europa ihre Vorschläge unterbreitet. Und wir freuen uns über die großen Erfolge von Syriza. Vielen Dank, Herr Gysi. Mr. Tsipras, once again, welcome in Berlin. It's your turn. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, ein großes Dankeschön für Ihre Anwesenheit hier, für Ihr Interesse, das ist doch offensichtlich, dass Sie Interesse haben, uns zuzuhören. Wir stellen fest, dass die Völker Europas die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern, die Entwicklungen zu verändern. Ich bin hier kein Protagonist, so fühle ich mich gar nicht.
auch nicht Syriza ist der Protagonist hier, sondern es ist das griechische Volk, was auf einmal in den Vordergrund tritt. Und jetzt beginnt, wenn Sie so wollen, die tatsächliche Verhandlung. Denn die Verhandlung, eine Verhandlung, wo der wichtigste Part abwesend ist, nämlich das Volk selbst, kann nun mal nicht stattfinden. Ich war gestern in Paris, heute bin ich hier in Berlin. Wir waren in den zwei wichtigsten Hauptstädten Europas, um genau diese Botschaft zu vermitteln, die Botschaft der Freundschaft, des Schulterschlusses und der Teilnahme. Und wir möchten dies zum Ausdruck bringen im Namen des griechischen Volkes, an das deutsche Volk und an das französische Volk. Wir sind hierher gereist, um zu zeigen und zu erklären, gegenüber den Franzosen und gegenüber den Deutschen, dass wir ein gemeinsames Problem haben, nämlich die europäische Krise. Und wenn das ein gemeinsames Problem ist, benötigen wir eine gemeinsame Lösung, nämlich eine europäische. Und es ist eine ausweglose Situation, wenn wir versuchen, diese Krise auf einen geografischen Raum einzuschränken und wenn wir versuchen, ein Volk zu vernichten und dies zu tun, weil wir damit meinen, dass die Krise sich nicht weiter verbreiten wird auf ganz Europa. Dann kamen wir nach Deutschland und wir waren auch in Frankreich, um etwas zu fordern. Wir bitten um ihre Solidarität, Solidarität des Volkes, des deutschen Volkes und des französischen Volkes, um davon zu überzeugen, dass es so sein soll, nicht zu erpressen, zu überzeugen, die Deutschen, das deutsche Volk, dass es hier in seinem eigenen Sinne alles passiert, dieser Umbruch der politischen Verhältnisse in Griechenland. Ein Umbruch, der dazu führen wird, dass ein Programm der harten Austeritätspolitik unterbrochen wird, gestoppt wird, der nachgewiesenermaßen gescheitert ist. Nicht nur, weil die griechische Gesellschaft zerstört worden ist, die Produktionsbasis aufgelöst worden ist, Bedingungen der von humanitärer Krise erreicht hat, sondern weil es ein Programm ist, was vollständig ineffizient ist. Unser Land, Griechenland, mein Land, befindet sich im fünften Jahr in Folge unter Bedingungen tiefster Rezession. So etwas hat noch nie stattgefunden bis jetzt, weder in Europa noch in einem anderen Land, unter Bedingungen des Friedens. Wir könnten so etwas als Beispiel finden in den Staaten des Ostblocks nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Aber das ist unwahrscheinlich, unvorstellbar für ein europäisches Volk. Also sind wir hierher gekommen, um zu überzeugen, Sie alle, dass wir eine gemeinsame Lösung benötigen. Und wir sprechen konkret und ganz besonders die deutschen Bürger an und die deutschen Steuerzahler an. Ich möchte Ihnen allen mitteilen, dass es in Ihrem eigenen Sinne, dass es gestoppt wird, die Umsetzung dieses Austeritätsplans. Denn bis wann, um Himmels Willen, soll der deutsche Steuerzahler sein Geld dafür ausgeben und fließen lassen in ein Fass ohne Boden? Bis wann soll man angeblich die griechische Wirtschaft finanzieren? Aber in Wirklichkeit werden eigentlich Bankiers und Banken finanziert, ohne eigentlich, dass das Ganze zu einem Ergebnis führt für das Volk. Im Gegenteil dazu, wenn wir zu Beginn wie ein anderes Programm, ein anderes Rettungspaket hätten, was nicht in seinem Zentrum die Idee, die Vorstellung der harten Austerität hätte, in sich tragen würde oder auch der internen Abwertung, sondern ein Programm, was sich auf Wachstum stützen würde, auf Entwicklung der Arbeitsplätze, dann könnten die Griechen wirklich auf eigene Füße gestellt werden und dann könnten die Griechen auch endlich die Schulden zurückzahlen. Wenn wir einen Fehler feststellen, dann ist es das Schlimmste, was wir tun können, so zu tun, als ob wir es nicht sehen würden. 2,5 Jahre lang gehen wir so vor in Griechenland. Das heißt, es wird ein Medikament verabreicht, das den Patienten sehr viel schlechter, dem Patienten nicht gut tut. Also ist die Lösung nicht, die Dosierung zu erhöhen, sondern mit der Verabreichung dieses Medikaments aufzuhören. Und es ist ein völliger Fehler und auch blödsinnig, wenn man denkt, dass die Krankheit isoliert werden könnte. Wenn der griechische Patient nicht therapiert werden kann, dann wird es eine Verbreitung geben dieser Krankheit in ganz Europa. Und wir haben eine historische Verantwortung, die wir hier alle tragen, dies zu
zu unterminieren, nicht stattfinden zu lassen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind nicht so, wie wir durch die Medien in Griechenland beschrieben werden. Das heißt, eine Kraft, die eigentlich, eine Macht, die eigentlich die Zerstörung Europas möchte. Nein, im Gegenteil, wir sind eine tief europafreundliche Kraft in Griechenland, ähnlich wie die Linke hier in Deutschland. Und wir sind, wenn Sie so wollen, die einzige Macht, die nachvollzieht, dass die Zukunft Europas nur einen Weg kennt, die Umsetzung unserer Strategie. Denn die führende Kräfte in Europa, die führen uns zu einer antieuropäischen Politik, denn Europa wird auf diese Weise ja nur gefährdet. Und wir kämpfen dafür, dass das Hauptprinzip und der Hauptwert Europas zurückkehrt, nämlich die Demokratie als Hauptbestandteil der europäischen Vereinigung. Und wir möchten, dass Sie dies erkennen. Wir möchten, dass Sie auch die Entwicklungen in Griechenland nachvollziehen und den großen Umsturz Griechenlands. Und Sie es erkennen als eine große Chance, dass die europäischen Führungen endlich erschüttert werden und dass sie verstehen, dass der Weg, den sie gehen, in eine Sackgasse führt. Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend ganz herzlich mich bedanken bei dem deutschen Volk für seine Solidarität und mich bei der Linken bedanken für ihre Solidarität. Ich möchte sagen, dass das Bild, was vermittelt werden soll, dass nämlich das deutsche und das griechische Volk zwei Völker seien, die durch sehr vieles getrennt werden, ein völlig falsches Bild ist. Das stimmt überhaupt nicht. Die Kriege finden gar nicht statt zwischen Völkern und Nationen. Die Kriege finden statt zwischen auf der einen Seite den Kapitalisten und den Bankern und auf der anderen Seite zwischen den Völkern und den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, gemeinsam hier zu kämpfen. Und auch möchte ich sagen, dass der handfesteste Nachweis der Unterstützung des deutschen Volkes und auch des europäischen Volkes genau die Demonstrationen sind. Demonstrationen, die stattgefunden haben überall in Europa unter dem Motto, wir sind alle Griechen. Und wir möchten alle Deutschen und alle Europäer auffordern, hier einen Nachweis zu erbringen, dass sie solidarisch sind uns gegenüber, dass sie einfach nach Griechenland kommen und in Griechenland ihren Sommerurlaub verbringen. Das ist eine Gastfreundschaft, werden sie erleben, die immer herzlich sein wird, warmherzig sein wird, gegenüber den Deutschen sowieso. Wir sind der Auffassung, dass unser Land Teil einer großen Familie ist und sie sind unsere großen Brüder. Und wir möchten gemeinsam hier den Weg gehen, um einen Ausweg zu finden aus einem Problem, das uns bedroht. Es bedroht nicht nur die griechische Gesellschaft, sondern auch die deutsche Gesellschaft und andere Gesellschaften. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Tsipras. Kommen wir zu Ihren Fragen. Und Herr Decker beginnt bitte. Tsipras, zwei Fragen an Sie. Wenn Sie die Wahl gewinnen am 17. Juni und Ihre... Einen Moment bitte. Jetzt hat erst aufgenommen. Das ist okay. Und wenn Sie Ihre Handys bitte ausmachen könnten, vielen Dank. So, kann es losgehen? Ja. Versuchen Sie es bitte. Herr Tsipras, wenn Sie die Wahl am 17. Juni gewinnen und Ministerpräsident werden und bei Ihren politischen Vorstellungen bleiben, dann muss Griechenland oder wird Griechenland die Eurozone verlassen müssen. Können Sie diese Verantwortung übernehmen mit allen sozialen Folgen, die das hat? Und die zweite Frage, welchen Rat haben Sie an Ihre zerstrittenen linken Freunde in Deutschland? Was den ersten Teil Ihrer Frage angeht, möchte ich sagen,
Es ist kein Grundstein, wenn Sie, kein Eckstein, wenn Sie so wollen, der europäischen Gründungsverträge von Europa, das Einhalten der Austeritätspakete. Nein, im Gegenteil. Ein Eckpfeiler der Gründungsverträge ist die Loyalität gegenüber der Demokratie und die Akzeptanz des Rechtes eines jeden Volkes, über seine Zukunft zu entscheiden. Ich bin nicht der Auffassung, dass die Ablehnung der Umsetzung eines Programms, was schlichtweg nicht umgesetzt werden kann, was schlichtweg durch die Bank weg falsch ist, die Ablehnung der Umsetzung eines solchen Programms bedeuten würde, dass das Land aus der Eurozone austreten sollte. Die Eurozone hat keine Besitzer, keine Eigentümer oder keine Vermieter. Wir sind nicht Mieter einer der Eurozone. Wir sind gleichberechtigte Partner. Und niemand sollte als Besitzer hier die Rolle übernehmen oder sich fühlen. Und jeder sollte seine Verantwortung nachvollziehen können. Die große Verantwortung, die jeder hat, wenn er entscheidet, über Nacht alles zu zertrampeln, was in einem Vertrag steht, dass zum Beispiel kein Staat rausgeschmissen werden kann aus der Währungsunion. Aber wir sollten auch uns bewusst werden, dass uns gegenüber nicht ein jedes Land steht, sondern uns gegenüber stehen die mächtigen Finanzmärkte. Und diese Märkte kennen keine Moral oder keine moralischen Imperative. Frau Merkel hat vor anderthalb Monaten etwas gesagt, wo ich sehr einverstanden war. Vieles finde ich nicht richtig, aber vieles auch. Sie hat gesagt, wenn ein Land die Eurozone verlässt, werden die Finanzmärkte am nächsten Tag die anderen Länder suchen, die sie rausschmeißen können. Und es gibt Länder, Völker und Staaten, die sehr viel größere Defizite haben für die Gesamtheit der Europäischen Union. So zum Beispiel Italien, 2 Billionen Schulden. Sie können sich vorstellen, das ist natürlich, da kommt man vom Regen in die Traufe. Ich denke, dass keine politische Führung die Verantwortung für so etwas übernehmen wird. Und auch wir wollen nicht so etwas tun. Wir wollen alle überzeugen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden sollten, die nun mal anders ausfallen kann. Unsere Erfahrung ist die folgende, auf Ihr zweiten Teil der Frage. Links und fortschrittlich ist aktuell das, was vereint. Fortschrittlich zu sein und vereint zu sein, ist Voraussetzung, um überhaupt Fortschritte zu erzielen. Und ich denke, dass unsere Freunde in Deutschland es sehr wohl wissen und sie werden sehr wohl den richtigen Weg gehen und sie werden ihre Macht zurückgewinnen. Herr Beberung, bitte. Ja. Herr Tsipras, Sie sind hierher gekommen und haben Forderungen gestellt, einen Solidaritätsappell an die deutsche Regierung, an die europäischen Regierungen. Sie wollen einen massiven Anstieg der Staatsausgaben in Griechenland, finanziert durch europäische Gelder, ihr Land kurieren. Das ähnelt ehrlich gesagt dem Kurs, mit dem Ihr Land im totalen Ruin gelandet ist. Sie haben hier aber kein Wort zu Reformen gesagt, die Sie in Ihrem Land anstreben. Mit welchen Reformen wollen Sie die deutsche Regierung, die europäische Regierung überzeugen, Ihnen mehr Geld zu anderen Konditionen zur Verfügung zu stellen? Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Sie sagten, dass Griechenland diakonal betrachtet sehr große Probleme hat. Sowohl wie die Struktur ist des öffentlichen Sektors und vor allem was das Nichtfunktionieren des Systems angeht. Persönlich bin ich nicht der Auffassung, dass die Bekämpfung der Steuerhinterziehung eine Sache der Gene ist, dass zum Beispiel die Schweizer natürlich so vorgehen können, die Deutschen oder die Skandinavier, aber nicht die Griechen. Sowas kann ich nicht glauben. Auch kann ich nicht glauben, dass diese aufgeblähte Schattenwirtschaft einfach unser schlimmes Schicksal ist, was uns immer begleiten wird. Glauben Sie mir,
diese ganzen Missentwicklungen sind entstanden durch die Parteien, die die letzten 37 Jahre das Land regiert haben. Das politische System, was akzeptiert hat, ein zerstörerisches Programm akzeptiert hat und vor dem kompletten Zusammenbruch, den freien Fall der Wirtschaft zu stoppen. Die Wirtschaft ist am Zusammenbrechen. Ich wiederhole mich, das ist das fünfte Jahr in Folge, wo wir in der Rezession sind. Wenn wir das nicht unterbrechen können, diesen freien Fall, dann schaffen wir gar nichts. Das Erste, was wir wollen, ist zu gewährleisten, dass wir ein Programm umsetzen, das eben nicht auf dieser Logik aufbaut, nämlich interne Umwertung, sondern und dafür ein Programm schaffen, was Investitionen generieren wird, wo die Mittel nicht in einen Fass fallen ohne Boden, sondern wir wollen die Bedingungen ändern, das Klima ändern, denn Sie wissen, dass die Wirtschaft auch mit psychologischen Faktoren entsprechend in Bezug auf psychologische Faktoren reagiert. Wir möchten den Staat neu aufstellen und natürlich den öffentlichen Sektor neu aufstellen. Und natürlich sind hier große Zensuren notwendig. Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Der öffentliche Sektor ist nicht so dermaßen aufgebläht, wie er beschrieben wird, aber er ist nicht vernünftig aufgebaut. Wenn Sie in ein staatliches Krankenhaus gehen, dann sehen Sie, dass zum Beispiel auf 40 Patienten ein Pfleger zuständig ist. Und zusätzlich unabhängig davon gibt es allerdings sehr viele Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Das soll geändert werden in Griechenland. Herr Denker, bitte. Wem würden Sie eigentlich in Zukunft lieber verhandeln? Mit Herrn Ernst ja wahrscheinlich nicht mehr, weil er nicht mehr Parteivorsitzender ist. Lieber mit Herrn Lafontaine oder lieber mit Herrn Bartsch? Schauen Sie, wenn die Linke es schaffen wird, sehr bald, wie wir in Griechenland, die Regierung zu stellen in Deutschland, dann verhandeln wir mit dem, der nun mal Kanzler sein wird. Und das ist Entscheidung des deutschen Volkes. Auf jeden Fall sind wir jetzt nun verpflichtet, mit Frau Merkel zu verhandeln. Und das wird keine leichte Verhandlung sein. Herr Kollege. Kuttner, Dänische Tageszeitung, Berlinske. Herr Tsipras, wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie, dass Griechenland im Euro bleibt? Sie möchten keine Austerity und Sie möchten mehr Geld. Können Sie uns sagen, woher dieses Geld kommen soll? Danke. Nun, es ist so. Es ist gar nicht mal gesagt, dass wir mehr Mittel oder mehr Geld benötigen. Was wir brauchen, ist, dass das Geld, was gegeben wird, richtig eingesetzt wird, um irgendwie kodiert zu sprechen, damit Sie verstehen, was ich meine. Es ist Notwendigkeit unseres Erachtens, dass die Austeritätsprogramme, diese Rettungspakete unterbrochen werden, gestoppt werden. Die sind katastrophal. Und das sagen nicht wir, das sagen Ökonomen, das sagen ranghohe Wissenschaftler und so weiter. Helmut Schmidt hat es gesagt, der Altbundeskanzler. Wichtige Finanzzeitungen in Deutschland beschreiben es genau so. Sie führen solche Pakete führen zur Katastrophe. Aus diesem Grund meine ich, dass das eine große Chance ist, damit wir also gemeinsame europäische Lösungen finden. Es ist die große Chance, dieses Problem gemeinsam anzugehen, das
Problem des Staatsdefizits. Sie sehen, dass die meisten europäischen Staaten ein Staatsdefizit haben, das über den Maastricht-Kriterien der 60% liegen. Das heißt, wir benötigen eventuell eine multilaterale Verhandlung auf europäischer Ebene über die Staatsschulden. Wir könnten uns überlegen, wie die Rolle hier der Europäischen Zentralbank ausfallen könnte. Es gibt doch nirgendwo auf der Welt eine Währungsunion ohne eine Zentralbank, die eine entsprechende Rolle übernehmen kann, des letzten Zufluchtsortes für Länder, die Probleme haben gegenüber den Märkten, auf den Märkten. Auch glauben wir, dass die Krise angegangen werden kann in Europa, nur indem wir Investitionsprogramme, einen neuen Masterplan zum Beispiel für Europa schaffen, damit wir positive Wachstumsraten erzielen können, damit wir Wohlstand generieren können, damit diese Schulden auch abbezahlt werden können. Diese drei Achsen sind berücksichtigt worden in unserem Vorschlag. Und ich glaube, wenn wir all das mitzählen, wie viel Mittel geflossen sind nach Griechenland, mit der Hälfte dieser Mittel hätten wir viel mehr geschaffen, wir hätten das Problem lösen können und wir bräuchten gar nicht am Rande des Abgrunds zu stehen. Vielen Dank. Frau Kollegin, bitte. Moment, hier vorne die Kollegin hat dich gebeten. Ich war sie noch nicht dran, Entschuldigung. Danke. Irma Swan, finnischer Rundfunk. Herr Tsipras, haben Sie keine Erwartungen von den morgigen Gipfel in Brüssel über Wachstum in Europa? Und könnte ein gutes Ergebnis dort verändern Ihre Aussteigspläne? Nun, wir hoffen immer und wir sind der Auffassung, dass Menschen ihre Fehler feststellen können, sich ihren Fehlern bewusst sein können und Dinge ändern können. Und natürlich hoffen wir und erwarten wir vieles von diesem Bruch, wenn Sie so wollen, der deutsch-französischen Achse nach der Wahlniederlage von Sarkozy in Frankreich. Wir sind der Auffassung, dass die Tatsache, dass wir heute neu über Themen sprechen können, über Thesen, die wir, die Linke, vor langer Zeit schon formuliert haben, Eurobonds zum Beispiel, direkte Kreditvergabe über die Europäische Zentralbank, dass wir darüber reden, dass die G8 darüber sprechen, dass in Camp David darüber gesprochen wird, das ist doch ein großer Sieg der Völker, des griechischen Volkes, des deutschen Volkes, aber insgesamt der Völker. Also in diesem Sinne bin ich nicht der Auffassung, dass alles ausgereift ist und die Möglichkeit, eine Entscheidung getroffen wird, dass auch eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann auf europäischer Ebene, auf dem Gipfeltreffen jetzt. Aber ich denke, dass die Ergebnisse und die Entwicklung in Griechenland so etwas vorantreiben werden, sodass wir eine faire und gangbare Lösung finden können für dieses europäische Problem der Krise. Wunderbar. Herr Kollege, bitte, hier on the left side. Mr. Tsipras, would you mind answering two questions in English for the BBC, please? The first question would be, when the people in Greece vote for the euro, vote for you, does it mean that they vote for the end of the euro in Greece? And the second question is, when you will be elected, does that mean that the austerity measures in Greece will be stopped? Thank you. Ich habe wiederholt in allen Tönen, dass unsere Wahlen, dass die Wahl der Linken und von Syriza am 17. Juni nicht bedeutet, dass wir aus dem Euro austreten werden. Im Gegenteil, es bedeutet eine große Chance, dass wir den Euro retten könnten. Im Gegensatz, die Fortsetzung dieser Austeritätspolitik, die Fortsetzung der sogenannten Memoranden, der Kreditvergabevereinbarungen stellen ein großes Problem dar. Wenn das Memorandum so fortgesetzt wird, umgesetzt wird, dann wird es in wenigen Monaten, wird Griechenland ein drittes Rettungspaket benötigen, aufgrund genau dieser Rezession und vielleicht eine weitere Umstrukturierung der Schulden. Und das könnte sehr wohl zur Auflösung der Krise führen, durch einen kleinen Unfall, wenn Sie so wollen.
Und das könnte zu einer Notwendigkeit führen, den Rückgang zur nationalen Währung. Und da würde nichts mehr funktionieren, nichts mehr gehen. Das heißt, das Beharren auf diese Rettungspakete, auf die Kreditvereinbarungen, bedeutet eine größere Gefahr. Im Gegensatz, der Vorschlag, den wir vorlegen, ist ein Vorschlag der Rettung tatsächlich des Euros. Deswegen lassen Sie mich das noch einmal wiederholen. Unser eventueller Wahlsieg am 17. Juni ermöglicht eine Perspektive der Stabilisierung in Europa und nicht einer größeren Instabilität, wie befürchtet wird. Möchten Sie mir bitte die zweite Teil der Frage noch mal sagen? When you will be elected, and you will you enforce the stopping of the austerity measures? Nun, wir sind eine politische Kraft, die nicht macht, die nicht was anderes vor den Wahlen sagt und etwas anderes dann tut. Wenn wir etwas fordern, dann informieren wir das griechische Volk über unsere Positionen. Wir informieren aber auch das Volk über die Schwierigkeiten, die die Umsetzung bedeutet und einhergeht. Und wir erklären dem griechischen Volk, dass der Weg, der hier gegangen werden soll, kein leichter Weg sein wird. Aber wir erklären auch gegenüber dem griechischen Volk, dass es keine Alternative gibt. Die Alternative führt nicht zum Weg aus der Krise. Das heißt, wir werden dies einhalten, was wir versprochen haben. Wir sind kein zweiter Herr Samaras, Vorsitzender der Nea Dimokratia, der heute etwas sagt und morgen sagt er genau das Gegenteil. Vor einigen Monaten war er absolut gegen die Kreditvereinbarungen, eine wichtige Persönlichkeit seiner Partei, Frau Bakoyani, wurde rausgeschmissen aus der Partei, ausgeschlossen aus der Partei. Jetzt sieht er die Dinge anders und er hat auch Frau Bakoyani vorgestern wieder in die Partei zugelassen. Nein, wir sind hier konsequent und das ist unsere große Kraft gegenüber dem Volk, dem griechischen Volk. Wir sprechen die Sprache der Wahrheit. Herr Gysi, Herr Ernst, wie erklären Sie sich, dass die Linke in Spanien und Frankreich so viel erfolgreicher ist als in Deutschland hier? Ah, wunderbar. Vielen Dank für das. Und wie kann die deutsche Linke wieder zu solchen Erfolgen kommen? Tja, wer beginnt damit? Ja, der Parteichef beginnt. Gut, der Herr Ernst. Wir haben objektive und subjektive Ursachen für diese Problematik, die wir haben. Die objektiven Ursachen liegen darin, dass wir im Gegensatz zu Griechenland, Gott sei Dank, eine Situation haben, dass diese Krise bei den Bürgern noch nicht in diesem Maße angekommen ist, wie sie in Griechenland angekommen ist oder in Spanien oder in Portugal. Wir haben die Krise relativ gut bewältigt mit den Maßnahmen, im Übrigen auch, die wir als Linke mit ins Spiel gebracht haben. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Wir haben eine weitere objektive andere Situation, nämlich, dass bei uns die SPD zurzeit sich in der Opposition befindet und natürlich eine Politik betreibt, die sie immer dann betreibt, wenn sie in der Opposition ist und die sich immer ändert, wenn sie regiert. Die aber zurzeit dazu angetan ist, dass Bürgerinnen und Bürger die SPD wieder verstärkt wählen. Sie sehen an Frau Kraft in Nordrhein-Westfalen, dass das auch wirkt, wenn man sich von der Bundespolitik und von der Agenda-Politik absetzt. Genau das hat Frau Kraft gemacht. Wir haben weiter ein Phänomen, das sind zurzeit die Piraten, über die ich jetzt nicht näher, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und wir haben subjektive Probleme. Und die subjektiven Probleme, über die habe ich ja allenthalben gesprochen, bestehen unter anderem darin, dass selbstverständlich auch diese Parteiführung Fehler gemacht hat und dass wir andererseits eine Personaldebatte führen seit über 1,5 Jahren, die im Ergebnis dazu führt, dass die Partei massiv an Attraktivität verloren hat. Wenn Sie dann fragen, wie man da wieder rauskommt, erstens, dass wir am Parteitag eine Parteiführung wählen werden, die die Voraussetzung dafür hergeben soll, dass das wieder zusammengeführt wird, was zurzeit auseinandergegangen ist. Und zweitens, dass wir dann auch von Ihnen wieder die Aufmerksamkeit für Inhalte gewinnen, die wir dann, weil wir nicht mehr miteinander im Clinch sind, vielleicht auch wieder halten. Möchten Sie das noch ergänzen? Nein, das ist ja alles schon richtig. Nur, dass ich vielleicht noch auf zwei Momente hinweise. In Griechenland gibt es drei linke Parteien. Syriza,
die Demokratische Linke und die Kommunisten. Sie haben ja sehr unterschiedlich abgeschnitten. Und auch das ist interessant für uns zu erforschen, warum welche Partei von den linken Parteien erfolgreich ist und warum welche nicht erfolgreich ist. Zweitens, hinter der Personaldebatte steht natürlich auch zum Teil ein unterschiedliches politisches Konzept. Und mein ewiger Wunsch und das, woran ich immer gearbeitet habe, ist, dass man sich in diesen unterschiedlichen Konzepten gegenseitig akzeptiert und annimmt und dadurch der Pluralismus zu einem Stärkefaktor der Partei wird. Aber in den letzten anderthalb Jahren war es eben so, dass immer die Auseinandersetzung geführt wird, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und das ist etwas, was uns nicht weiterbringt. Und ich hoffe, wie Klaus Ernst, dass wir das durch den Parteitag überwinden. Wir werden sehen. Frau Kollegin, bitte. Hier on the right hand side. Ja, ich gehe leider jetzt schon wieder zu Herrn Tsipras zurück. Herr Tsipras, mehrfach völlig ist richtig. Hier. Mehrfach ist die Frage gestellt worden nach einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, nicht das Ansinnen, Griechenland aus der Eurozone herauszubringen, wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Nichtsdestotrotz, auch wenn dort alle Staatschefs betonen, es ist, Griechenland soll dort bleiben, gibt es auch in Griechenland eine Art Plan B? Beschäftigt man sich ernsthaft damit, was am Ende passieren könnte, sollte die Geduld bei den europäischen Partnern, bei den Partnern in der Eurozone, der Geduldsfaden reißen und nicht nur dort? Internationale Organisationen geben ja auch Geld, wie der Internationale Währungsfonds. Also gibt es da ein Gedankenspiel? Wir sind alle verpflichtet, einen Plan auszuhechten, mit dem wir eine Katastrophe angehen könnten. Aber erlauben Sie mir etwas zu sagen. Wir sind alle verpflichtet, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um nicht vor einer Katastrophe zu stehen. Denn die Eventualität der Auflösung der Eurozone und des Euros ist nicht nur ein Sturm, wenn Sie so wollen, der einfach mal vorbeiziehen wird und alles wird dann wieder gut. Nein, es ist die zweitwichtigste Währung der Welt, der Euro in der Zwischenzeit. Und das ist eine historische Tatsache. Eine Tatsache, die sehr negativ auch die gesamte Entwicklung der Welt beeinflussen wird. Und also möchten wir hier alarmieren und sagen, wir sollten diese Eventualität abwenden. Natürlich werden wir unser Bestes tun. Wir werden natürlich auch einen Plan B haben, einen Katastrophenplan haben. Jeder ernsthafte Staat soll solche Pläne haben, wenn ein Erdbeben kommt zum Beispiel, eine Überschwemmung kommen sollte. Aber der Punkt ist, wir haben es hier nicht mit einer Naturkatastrophe zu tun. Die Naturkatastrophe bricht über einen ein, sondern wir haben hier es zu tun mit dem Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und also alarmieren wir, gehen wir so vor gegenüber allen Führungen, europäischen Führungen und sagen, sie sollen nicht so beharren auf eine falsche Lösung, die dann zu großen Gefahren und Risiken andere Staaten führen können. Ja, Kaltschuf, Biesbrüß, Zirok, ihr habt zwei Fragen. Sie haben gesagt, die Sparmaßnahmen waren sehr kontraproduktiv. Jetzt höre ich, dass die Sozialdemokraten in Europa und Sozialisten die gleiche Meinung teilen. Herr Schulz war bei Ihnen in Athen, der Präsident des Europäischen Parlaments. Es hat Herr Steinmeier vor zwei Stunden davon gesprochen, man muss investieren, nicht die Griechen an die Wand sparen. Wo ist Ihre Schnittmenge, falls Sie in die Verhandlungsführung kommen in Athen, diese Brücke zu den progressiven Parteien zu schlagen? Zweite Frage, der Energiesektor. Finanzminister Rössler war in Athen, der EU-Kommissar Oettinger auch. Und Sie haben davon gesprochen, dass dieser Sektor eine Zukunft hätte, die solare Energien, maritime Wirtschaft, Tourismus. Was versprechen Sie sich von diesen Anstrengungen für die Griechen? Zuallererst finde ich es sehr positiv, dass nach zweieinhalb Jahren von harten Austeritätsmaßnahmen die Rede jetzt nun ist von Investitionschancen. Aber ich bin der Auffassung, dass diese Dinge gegensätzlich sind. Damit Investitionen auf fruchtbarem Boden kommen könnten, dann muss auf der anderen Seite
dieses Programm der internen Abwertung aufhören, gestoppt werden, wenn Sie so wollen. Es ist offensichtlich, und auch wir sehen es so, dass es Felder gibt, die zu einer Neuaufstellung der Wirtschaft führen kann. Und natürlich ist dieser der Sektor, den Sie angesprochen haben, zum Beispiel die erneuerbaren, die regenerativen Ressourcen sind ein solcher Sektor. Das ist ein, wir haben ein Land, das sehr viel Wind hat, Windenergie also produzieren könnte, Wasser hat, Sonne hat, also müssen wir in diesen Weg einschlagen. Dazu noch die Landwirtschaft. Wir haben wichtige Möglichkeiten, die Landwirtschaft voranzutreiben. Ein großer Teil der Agrarprodukte wird heutzutage aus dem Ausland importiert. Das ist unvorstellbar für ein Land, was solche Möglichkeiten eigentlich hat. Der Tourismus, wenn Sie wollen, ein weiterer Sektor, in den wir investieren können und entsprechend zu guten Ergebnissen gelangen können. Die neuen Technologien, Forschung und Entwicklung, das ist sehr wichtig. Die jungen Wissenschaftler Griechenlands, das sind die Humanressourcen, die für uns so wichtig sind. Sie erleben doch, was passiert. Wir haben einen Main Drain aus Griechenland in Richtung Westeuropa, auch nach Deutschland. Nach den Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren, wo einfache Arbeiter gekommen sind, haben wir eine neue Welle der Migration jetzt nach Deutschland. Und das sind junge Wissenschaftler, die zu Ihnen kommen zum Beispiel. Wir möchten das hier unterbrechen und wir möchten, dass die jungen Menschen bei uns bleiben. Das heißt, wir haben Pläne, wir haben Projekte, aber um all dies umzusetzen, benötigen wir nicht die Bestrafung Europas, sondern die Solidarität seitens Europas. Herr Kollege, bitte schön. Und was denken Sie über Ihre Beziehungen mit dem Währungsfonds? Wie werden Sie das in Zukunft pflegen? Was meinen Sie? Nun, wir haben nicht die beste Erfahrung oder was jetzt dieses Rezeptur betrifft des Internationalen Währungsfonds. Und da spreche ich nicht nur Griechenland an, sondern egal wo der IWF seine bekannten Rezepte umsetzen wollte, waren die Ergebnisse nicht so berühmt. Trotzdem möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Die Vertreter des IWF sind bereiter, andere Ansätze zu diskutieren mit uns, als Vertreter der Kommission und der europäischen politischen Führungen. Das ist bezeichnend. Bezeichnend dafür, wie äußerst merkwürdig die Führungsverhältnisse sind in Europa, weil eben die neoliberalen Politiken hier in den Vordergrund stehen und die Vorherrschaft haben. Ich wiederhole, wir versuchen zu verhandeln in erster Linie innerhalb Europas, denn da gehören wir hin, sind wir der Auffassung zumindest. Aber wir werden auch international versuchen, unsere Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass wir nicht auf einen Fehler bestehen können und beharren können. Es war nicht der Koch, der gescheitert hat, einfach das Rezept war nicht gut. Herr Kollege. Rippert, World Socialist Website. Herr Tsipras. Nehmen wir an, Sie gewinnen die Wahl am 17. Juni und sowohl die Bundesregierung hier als auch die Behörden oder die Institutionen in Brüssel bleiben auf ihrer restriktiven Sparpolitik. Was machen Sie dann? Und ich hätte gerne noch eine zweite Frage. Sie haben in einem Interview mit der New York Times davon gesprochen, dass die Bundeskanzlerin mehr amerikanische Politik, mehr die Politik der Obama-Administration machen sollte. Was genau meinen Sie damit? Nun zuallererst, ich wiederhole, wenn wir die Wahlen gewinnen, dann sind wir verpflichtet, unsere Verpflichtungen umzusetzen, was wir versprochen haben. Das heißt, die Gesetze, die vom griechischen Parlament verabschiedet worden sind und wir haben festgestellt, also dass diese Gesetze nicht umsetzbar sein können, dann werden wir diese Gesetze abändern. Wir werden nicht im Alleingang etwas tun. Wir werden einfach, und ich rede jetzt von den Gesetzen, die in den Memoranden verankert sind,
also Gesetze, die zu mehr Rezession führen und so weiter. Wir werden versuchen, auf europäischer Ebene gemeinsame Lösungen zu finden für eine notwendige Veränderung, Änderung der Strategien und zur zu einer Lösungsfindung. Und wir sind absolute Überzeugung, dass diese Vorgehensweise zu Ergebnissen führen wird. Wir werden bereit sein, die Position der anderen Seite ernst zu nehmen und ihm zuzuhören. Was jetzt nun die Kritik meinerseits angeht gegenüber der Politik von Frau Merkel, möchte ich Folgendes sagen. Es gibt zurzeit zwei Paradigmen. Einmal der Verbreitung, wenn Sie so wollen, der finanziellen und der Austerität. Ich denke, wir befinden uns in einer Zeit wie in den 30er Jahren, in einer ähnlichen Situation, wenn Sie so wollen, als damals Roosevelt sich für den New Deal ausgesprochen hat, während in Europa andere Politiken verfolgt wurden, mit dem Ergebnis, dass der Nationalsozialismus dann angestiegen ist und dann so weit wir kamen, dass es zum Zweiten Weltkrieg kam. Ich denke, dass wir uns, dass wir Lehren ziehen sollten aus der Geschichte, und ich denke, dass wir die Verantwortung tragen, die Menschheit nicht noch einmal, zumindest Europa, aber auch ganz die ganze Menschheit, in eine weitere Tragödie zu führen. Und ich denke, dass wir Lösungen finden sollten, bevor es viel zu spät ist. Zu dem ersten Teil Ihrer Frage, ja, wir haben den Kontakt und die Kommunikation gesucht mit allen Seiten des politischen Spektrums. Wir sind nicht hier gekommen, um zu erpressen, ich wiederhole mich. Wir wollten diskutieren, wir wollten zu einem Meinungsaustausch erreichen. Und wir stellen fest, dass diejenigen, die Angst haben vor einem Dialog, vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und nicht diskutieren wollen, nicht diskussionsbereit sind. Auf jeden Fall sind wir ganz besonders glücklich, dass wir hier mit der Linken sprechen können, mit der Grünen Partei, mit den Grünen sprechen können, und wir eventuell auch schaffen, rein zeitlich, dass wir mit Herrn Gabriel sprechen können von der SPD. Nichtsdestotrotz hat die Partei, die CDU, die Partei von Frau Merkel nicht akzeptiert, sich mit uns zu treffen. Wir werden darauf bestehen allerdings, dass die Widersprüche und auch die Gegenseitigkeiten, gegenteilige Meinungen eigentlich festgestellt werden sollten und durch den Dialog man zu Gemeinsamkeiten gelangen können. Wir werden darauf bestehen, dass dies unsere Praxis sein sollte, auch dass über den Dialog wir über Gegensätzliches auch sprechen können. Und wir stehen zur Verfügung, auch der CDU, wenn sie mal mit uns sprechen möchte. Wir verstehen natürlich, selbstverständlich, dass die politische Führung eines Landes sich nach dem Protokoll hält und nicht Interesse hat, mit einem Vorsitzenden einer Partei sprechen möchte, denn ich habe ja hier keine Position. In Bezug auf das Zweite, was Sie fragen, ich denke, dass ich schon die Frage beantwortet habe. Wir haben Teil unseres Programms, stellen die Reformen, und in der Hierarchie stehen ganz oben die Notwendigkeiten von strukturellen Reformen, eines neuen, zum Beispiel die Schaffung eines neuen, fairen Steuersystems, Steuergesetzes, das Kataster muss geschaffen werden in Griechenland. Man muss wissen, auch wo die Einnahmen herrühren von den Bürgern. Wir müssen ein entsprechendes System auf die Beine stellen, damit auch jeder Bürger auf gerechte Weise besteuert wird. Wir wollen Maßnahmen durchsetzen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, aber wir wollen auch die Neuaufstellung der Produktion des Landes. Aber ich wiederhole mich, um dies erfolgreich umsetzen zu können, müssen wir diese Katastrophe abwenden von uns und diese negativen Wachstumsraten endlich mal durchbrechen. So, eine letzte kurze Frage haben wir. Herr Kollege, bitte. Herr Tsipras, in Berlin und Athen gibt es unterschiedliche Darstellungen über den Inhalt eines Gespräches, eines telefonischen Gespräches zwischen der Bundeskanzlerin
und dem griechischen Staatspräsidenten. Frau Merkel soll ein Referendum über den Verbleib Griechenlands in der Eurozone vorgeschlagen haben, was in Berlin dementiert wird. Nun, mich würde interessieren, erstens, ob Sie persönlich etwas von diesem Vorschlag wissen und zweitens, was Sie von dieser Idee halten. Danke. Ich weiß gar nichts darüber. Ich kann nur etwas schlussfolgern, dass eine der beiden Seiten nicht die Wahrheit sagt. Entweder hat dieses Telefongespräch stattgefunden oder dieser Vorschlag stattgefunden oder der Vorschlag wurde nicht unterbreitet. Wenn dieser Vorschlag unterbreitet worden ist seitens der Bundeskanzlerin, dann ist das meines Erachtens eine falsche, ein falscher Vorschlag oder eine falsche Tat. Ich denke, dass keine politische Macht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates eingreifen kann. Wir haben eine Verfassung in Griechenland, wir haben politische Kräfte, die entscheiden können, politische Parteien und so weiter. Und dazu noch macht es überhaupt keinen Sinn, derartig einzugreifen, unabhängig davon, dass es keinen Eingriff geben sollte. Denn es wird ja überhaupt nicht in Frage gestellt von der ganz großen Mehrheit der griechischen Bevölkerung, dass sie in der Eurozone verbleiben will. Das heißt, auch wenn ein Referendum stattfinden sollte in Griechenland, ist das Ergebnis völlig nachvollziehbar, völlig klar. Im Gegenteil, es könnte ja sogar andersrum, also nach hinten losgehen, als das, was Frau Merkel vielleicht sich vorstellen könnte. Die Bundeskanzlerin wollte vielleicht durch diesen Eingriff Herrn Samaras unterstützen oder helfen wollen, die Wahlen zu gewinnen. Aber ich denke, dass das so nicht laufen würde. Und dass die Hoffnung, die das Volk gegenüber Syriza hat oder sieht, trotzdem aufrechterhalten bleibt. Ich denke, dass der Souverän immer das Volk sein soll bei Wahlen. Und der Souverän, nämlich das griechische Volk, wird wieder einmal so wählen, dass derjenige gewinnt diese Wahlen, der die richtigen Vorschläge hat, um das Land aus der Krise herauszuführen. Und wir machen uns nicht lustig über das griechische Volk, wir sagen dem griechischen Volk die Wahrheit. Vielen Dank, Herr Tsipras, vielen Dank, Herr Gysi und Herr Ernst. Aber noch eine ganz kleine Sekunde bitte. Danke, dass ich mich verabschieden darf. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Auch